Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Heute wieder ohne den Baumader, klar, das war nur ein Gastauftritt von ihm. Nochmal danke an ihm dann an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese, ja, wie soll ich mal sagen, dieses Intermezzo und nicht Intermezzo, dieses kleine Gastspiel vom Baumader. Vielleicht werde ich auch demnächst mal beim Baumi vorbeischauen. Falls ihr Fans von Bons Bein sind, auf jeden Fall habe ich ihn ja nochmal reingeschrieben in den in die Videobeschreibung beim letzten Mal und was ich auf jeden Fall auch sagen kann, den könnt ihr ruhig abonnieren, das ist ein guter Typ. So, was wollten wir? Genau, wir haben zuletzt das Spiel gegen Nürnberg, also mit 2:1 gewonnen, stehen in der Tabelle jetzt 3 Punkte hinter Leverkusen und haben sogar noch Chancen auf die direkte Quali für die Champions League, also das läuft zurzeit recht super, wir müssen halt nur noch weiter anschließen. Die 50-Punkte-Marke ist noch nicht geknackt, aber wir haben momentan eine kleine Serie, 3 Siege in Folge, 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Das sieht ja gut aus und auch unser Transferbudget für nächste Saison fällt mir gerade auf. Hier voraussichtlich Transferbudget nächste Saison 13,1 Millionen. Das ist schon ein recht gutes Sümmchen. Zumal wir ja sogar noch welche verkaufen könnten im Sommer und auch noch werden. Und auf jeden Fall uns was holen, was wir auf jeden Fall machen werden. Wir haben eine Länderspielpause, wir können erstmal wieder ein bisschen was nutzen. Und zwar gucken wir uns mal das Blickfeld an. Ich meine, gut, da sind viele bei von der zweiten Mannschaft, die müssen wir alle loswerden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Verträge, gut, die meisten Verträge laufen alle 2013 aus. So, schauen wir uns das mal an. Also die meisten Verträge von denen bei der zweiten laufen jetzt 2013 aus. Das ist prima. Also auch mit Platzikas muss nicht unbedingt verlängert werden. Eigentlich ist er, also vom Gehalt her, ne, ja, verdient er viel zu viel für die zweite Mannschaft. Also der muss quasi schon gehen, der läuft der Vertrag halt aus. Dann auf jeden Fall fällt mir gerade mal ein hier, Nils Zander, da müssen wir gleich mal ein Wörtchen mit ihm reden. Mit dem werden wir verlängern natürlich. Um 3 Jahre. Gehalt erhöht sich natürlich gleich ein bisschen, na, wir gehen mal ein bisschen runter noch. Holen uns da mal eine Klausel, gerade zum Abstieg ist klar, alles bababab. Kann alles so bleiben. Er soll ja mit in der zweiten Mannschaft nächste Saison was aufbauen. So, dieses Angebot unterbreiten wir mal. Gut, dann können wir den schon mal von der Liste nehmen, nachher noch. Warum auch immer der auf der Transferliste steht, verstehe ich auch nicht. Dann Platzikas, wie gesagt, die können alle weg. Dann haben wir tatsächlich noch welche, deren Verträge bis 2014 laufen. Und das ist natürlich nicht schön. Die müssen natürlich weg. Wir können mal versuchen, hier gleich mal was anzubieten. In der Bundesliga ist klar, wird das nichts. Regionalliga Nord ist kein Interesse. Nordost kein Interesse, West kein Interesse, Südwest kein Interesse und bei den Bayern ist auch kein Interesse. Okay, dann müssen wir den halt irgendwie Vertrag auflösen im Sommer. Bei den Leuten hier. So, und dann der Rest, ja, das ist das, was wir uns nochmal auf die Berufsliste gestellt haben. Jelle Forsen. Da läuft der 2014 aus, den können wir auch im nächsten Jahr nicht mehr ausleihen, aber vielleicht werden wir uns ihn nochmal, weiß noch nicht. Pierre-Emil Holberg, das ist auch schon mal einer, der hier quasi gerade nicht seine Stärken ausspielen kann, aber bei uns in der Zweitmannschaft denn spielen würde eigentlich. Eigentlich Stamm spielen müsste, weil er ja eigentlich ein super Talent ist eigentlich. Also, ich wiederhole mich mit eigentlich, ich weiß. Also da kann man vielleicht mal den Bayern fragen, ob sie uns den abgeben. Ja, wollen sie. Verkaufen würde, seine Ehefrau würde gerne eine andere Stadt sehen. Die Ehefrau, der Bengel ist erst 17. Seine Ehefrau würde gerne eine andere Stadt sehen, ist klar. Und sie haben auf jeden Fall mehr Vorteile. Höhere Liga, gute Stimmung, Stationsverein, Verein ist international vertreten. So, den guten Heuberg, den lassen wir uns, ja, 135.000 Euro kosten. Und das kriegen die Bayern, kriegen die eine Rückkaufoption? Ne, das hat die Haube, den natürlich nicht rein. Ne, die kriegen nichts dafür. Angebot unterbreiten, haben sie vorliegen. Mal sehen, was sie damit machen. So, Morata von Real Madrid. Ne, Tottenham ist ja gewechselt. Und dann war ja die ganzen Beobachtungslisten hier. Hier, Arthur, das war ja der Torwart, den auch uns auch der Baumader empfohlen hat. Nachkult 5,3, da müssen wir im Sommer mal zuschlagen vielleicht. Ist auf jeden Fall kein schlechter. Mit dem wir vielleicht 2 Jahre noch planen könnten dann. Und dann Rakowski reinlassen können. Clément Grenier, das wird auch ein bisschen zu teuer für uns werden. Rafinha hat, glaube ich, seinen Vertrag verlängert. Genau, den können wir wieder aus dem Blickfeld rausnehmen. So ist es. Dybala, Syriac. Ja, bleibt alles erstmal noch drin. Mal gucken, was daraus wird. De Bruyne, ganz klar, der bleibt im Blickfeld. Renato Augusto ebenfalls. Also auch an dem habe ich sehr großes Interesse. Und dann haben wir noch Varis.
Majid Varis, Abdul Majid Varis. Naja, bleibt erstmal alles im Blickfeld. Ansonsten Renato Augusto ist klar. Also, in den habe ich ein riesengroßes Interesse. Das ist bloß die Frage, da müsste dann natürlich einer gehen im Mittelfeld, das ist klar. Weil Draxler, Bastos, Fafan. Ah, da wird sich schon einiges tun, vielleicht auch nicht in diesem Sommer gleich mit Renato, aber mal gucken. Heuberg, ja, haben wir Angebot abgegeben. Jupp Heynckes, da, schönes Bild von ihm sogar drin. So, wir gucken auf den Kalender, wie wir unsere Länderspielpause überbrückt kriegen, dass wir hier Leute ein Testspiel rankriegen. Dürfte klar sein, nee, eigentlich nicht, oh Gott. Ich will nun keinen großen hier, FC Biesing. Da fahren wir mal hin. So, da werden sicherlich einige fehlen, das ist klar. Dann geht's also zu Hause gegen Hoffenheim. Also jetzt reicht natürlich auch erstmal mit den 3D-Spielen. Da haben wir jetzt die letzten drei Folgen ja genug gehabt. Vier Folgen sogar. Also, jetzt kommt erstmal eine, die heutige, dann gegen Hoffenheim. Ah, dann kommt auch schon wieder Lazio. Also dann kommen wir schon wieder 3D-Spieler gegen Leverkusen. Nochmal, hatten wir diese Saison eigentlich schon, ne? Dann lassen wir auch im Textmodus dann. Mal schauen. Mal sehen, was das wird. Ich meine, wir zeigen ja viel mehr international anstatt Bundesliga, ne? Aber okay. Gut, am Freitag das Testspiel, dann gegen den FC Biesing. Was können wir erstmal machen? Trainingswoche, da brauchen wir erstmal nichts wirklich groß machen. Wir werden den Wochenablauf erstmal starten und dann werden wir sehen, wie es gegen den FC Biesing aussieht. So. Wir haben noch keinen Kontakt zu ihm gehabt, müssen wir auch nicht unbedingt haben, ne? Vierjahresvertrag ist klar. Und da geben wir ihm sogar einen Fünfjahresvertrag bis 2018. Das macht ihm, glaube ich, auch nichts aus. Ne, mit 4 Jahren sind wir auch am besten dran. Das ist ein Ergänzungsspieler. Amateurmannschaft verpflichtet, das können wir Ihnen erstmal sagen. Und Zukunft des Spielers. Große Zukunft, aber muss Geduld haben. So, hinzufügen. Alles in Ordnung für den Verein. Option. Ne, das bringt eh nichts. Irgendwann muss man dann eh einen neuen Vertrag aushandeln. Das ist, weil das gehaltstechnisch schon viel zu wenig ist. Jetzt haben wir dann irgendwie 50.000. 55.000 auf die Hand, dann wird er kommen. Ach, dann will er kommen. Auf keinen Fall Genehmigung. Okay, machen wir es so. Gut. Heuberg akzeptiert und Nils Zander unterschreibt auch einen neuen Vertrag. Also in der zweiten Mannschaft haben wir schon wieder Planungssicherheit. Richard Jüttner nicht so gut wie gedacht. Aha, außer A-Jung. Ich glaube, den können wir nach Hause schicken. Ja, den schicken wir nach Hause. Ja. Bis dann, Jüttner. Also das ist halt kein Potenzial bei Schalke. So, Nils Zander verlängert also um 3 Jahre und Heuberg wechselt für 135.000 Euro zu unserem FC Schalke 04 in die zweite Mannschaft. Mit der Verpflichtung von Heuberg vom Erzrivalen Bayern haben 198 extrem traditionsbewusste Mitglieder ihre Mitgliedschaft im Verein gekündigt. Na nu, das ist doch lächerlich. So, da fahren aber wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mann mit zur Nationalmannschaft. Auch Wolski, das ist echt schade, den hätte ich gerne mal ausprobiert. Aber okay, wenn die Polen ihn haben wollen, ist auch eine gute Anerkennung für ihn. Hövedes und Draxler sind die Deutschen, die da fahren. Ja, das akzeptieren wir einfach alles. Dann müssen wir uns halt jetzt für diesen Tag eigentlich aus der zweiten hochholen. Ich hoffe, die spielen am Wochenende die zweite, also, boah, dann klauen wir denen ja ein bisschen was. Unsere Form ist halt auf 5, das ist super. So, also da fehlen ja einige. So, Martip darf mal wieder ran, dann darf Neustädter in der Innenverteidigung ran. Christian Clemens darf rechts ran, also hier Höger darf ran für, boah, oh Gott, nee. Auf jeden Fall Ricky von Wolfswinkel. Zack, für Huntelaar. Höger kommt erstmal in den Kader dann. Uschida für Garrix. Garrix ist für die Österreicher mit nominiert worden, auch gut. Ich liebe diesen Part. So, gucken wir in die zweite Mannschaft rein, wen wir uns da holen. Auf jeden Fall den, wo ist er? Hier, Daniel Ahmed Saad Abdallah, den Pharao, den holen wir uns mit rein. Wo ist er da? Erste Mannschaft fürs nächste Spiel. Und dann holen wir uns mit rein den Nils Zander fürs nächste Spiel. Boah, wen noch? Maxi Meyer auf jeden Fall auch. Den ersten verschieben fürs nächste Spiel. Und wer hat noch ein bisschen Anerkennung verdient? Wir haben viel zu viele Spiele im Kader, das ist klar. Okay, schauen wir jetzt mal rein, ob es reicht. Ich glaube, das reicht noch nicht. Um es alles abzudecken? Nee, natürlich noch nicht. So, wer fehlt denn noch da? Okay, also Marco Höger ist mal rein hier. Zack.
kann auch im offensiven Mittelfeld spielen, ist ja mein Ding. Meine Güte. Nee, Quatsch, ich wollte was anderes. Nee, Philipp Max, das bleibt so. Gut, nee, Quatsch. So Leute, ich bin schon wieder sehr verwirrt, man merkt's mir an, hoffentlich. Ich weiß auch nicht, was los ist heute. Erster Arbeitstag nach dem Fixwochenende. Ja, die Folge ist schon ein bisschen älter denn, ne? So, Clemens dahin, so, ja, fehlen noch ein paar. Zack, zack und zack. So, zwei Mann brauchen wir noch. Haben wir in der Eiung vielleicht was Vernünftiges zurzeit? Kahn Eihahn, auf jeden Fall. Den Kader berufen, eine Woche, ja, okay. Kommt da halt eine Woche mit rein. Und dann holen wir uns noch einen aus der zweiten noch, der es noch verdient hat. Und zwar Andreas Hanschen. In die erste fürs nächste Spiel. So. Kahn, Eichhorn rein, zack. Und Hanschen und einer fehlt doch noch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Boah. Also nochmal in die zweite Mannschaft. Ach Mensch, verdrehe ich mich auch noch hier total. Dann nehmen wir Sebastian Härtner auch noch mit. Nee, Quatsch, was ist denn mit dem Seat? Ach, der ist verletzt. Ah, alles klar. Der ist noch verletzt. Okay, dann kommt Sebastian Härtner. Da ist er. Ins Kader Erste, in den Kader der Ersten. So, Sebastian Härtner. Mit Marika noch rein. Jetzt haben wir ein paar mehr Verteidiger mit uns. Das ist nicht so schlimm. So, Max kriegt wieder Spielpraxis auf jeden Fall. Auch Marte darf mal wieder ran. Neustädter, wie gesagt, auch. Gut. Ab geht's also ins Spiel gegen den FC. Wie heißen sie? Biesingen. So, das ist natürlich eine Sofortberechnung. Logisch. Das hier rumkriegen, gibt euer Bestes. Ricky von Wolfswinkel mit dem 1-0. 2-0 Jermaine Jones. 3-0 nochmal Jermaine Jones. Vorlage Bastos. Hülger sieht eine gelbe. Okay, so. Härtner, Fitness sieht ja nicht gut aus, aber er kommt rein für Büttner. Lass uns vor allen großen Stammspielern mal eine Pause kriegen hier, wie zum Beispiel ein Jermaine Jones. Jetzt kommt Maxi Meyer auf die 10. Ach, hier stellen wir gleich wieder eine Raute. Na, so. Auch Stammspieler ist natürlich Bastos, der kommt rein für ihn kommt Hanschen rein. Kahn Eihahn noch nicht. Jetzt Zander auch noch nicht und Pharao auch noch nicht. Unnerstahl kommt rein für Hildebrand nochmal eine Halbzeit. Halbzeitansprache, lass uns gemeinsam weitermachen. Spielergespräch übernimmt der Assistent bitte. So, alle warm laufen, die drei noch, die da sind, die kommen gleich rein. So wird es sein. Pharao kommt rein für Christian Clemens. Zander für Martip. Und Eihahn für Uschida. Und schon übernimmt Neustadt die Kapitänsbinde, also. Und es bleibt beim 3-0. Ja gut, die ganzen Wechsel haben wir übrigens getan. Schauen wir auf die Noten. Neustadt 3,5, Hildebrand eine 3. Böttner eine 2,5. Neustädter, Schieder auch ganz gut. Jones wieder, zwei Tore hat er sogar, ja, hat er gemacht. Jermaine Jones, der ist ja unglaublich zur Zeit. Nicht wegzudenken, aus der 11. Schieder, wie gesagt, eine gute Note. Höger, Bastos auch eine 1,5. Auch er ist richtig gut drauf zurzeit. Genauso wie Philipp Max wieder mit der Torvorlage. Er ja auch sehr gut drauf zurzeit. Also seit er aus der zweiten hochgeholt wurde. Macht er ja alles super da. Von Wolfswinkel durfte sie auch mal wieder zeigen. Und ansonsten für den Einwechselspieler nur der Pharao mit der 2,5. Und sonst ja, eher durchschnittliche Leistung. Kahn Eihahn. Gut, Statistiken, wie viel Schalker war mit? 1000 Schalker natürlich wieder, so. Das Übliche halt. So, jetzt geht's gleich gegen Hoffenheim. Aber erstmal die Berichte der Nationalmannschaft. Deutschland gegen Montenegro, 1-0 nur. Und Höwedes mit einer 3,0, hat 19 Minuten durchgespielt, das freut mich für ihn. Papadopoulos mit einer 2,5 und ein Tor, also der hat sein Torhüter gefunden. 15-0 Griechenland gewonnen. Jawohl, Papa, das sieht doch gut aus. Er kommt richtig in Topform jetzt. Görgi Garix. Hat 72 Minuten gespielt, Note 4, normaler Durchschnitt. Draxler hat auch gespielt für Deutschland, 19 Minuten, auch nur Note 4. Affelei ebenfalls 19 Minuten durchgepowert. Mit für Niederlande gegen Nordirland, 3-0 Sieg da.
Fafan spielte 78 Minuten, hat ein Tor gemacht, saubere Leistung, Jeff. Huntela macht kein Tor, schade. Und Marika macht auch kein Tor, aber er hat 50 Minuten durchgespielt, okay. So, die anderen sind alle zurück in der Reserve, da wo sie hingehören wieder. Nein, nicht hingehören, sondern... Wieso muss er zahlen? Ach, muss zusehen. Lokal, was gibt's da Neues? Seeking Beasing. Ja gut, sonst gibt's ja auch nichts Neues. So, die zweite. Hat die etwa ein Spiel? Ja, die hat ein Spiel. Okay, sind alle wieder da? Es sind alle wieder da. Oh Gott, und dann gleich wieder spielen. Naja, gut. Manchen... Maxim Meyer. Also die Fitness in der zweiten Mannschaft ist ja auch nicht gerade die beste, ne? Fällt mir mal so ein. So, Härtner. In dem Fall, wo ist denn jetzt Zander geblieben? Da ist er. Haben nur einen Kurzeinsatz gegen Kreisligisten gehabt. Muss dann erstmal aufhören. Ist ja nicht so schlimm. So, 11 Mann sind da, ne? Fehlt ihr oder fehlt neuner? Ne, es fehlt keiner mehr. Auch auf der Bank fehlt niemand. Doch, Platzikas ist gesperrt. Okay, dann geht Härtner da. Naja, gut, doch Härtner geht dahin. Wir können rechts noch spielen. Ach, müssen wir darauf gehen. Bup, 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 bup. Härtner, Pharao, Zander. Zander kann auch in Linksverteidiger spielen. Eher noch, ja. Gut, dann bleibt Härtner auf der rechten Seite. Und Zander links. Und innen kommt Uferno rein. In den Kader dafür. Buh, was kann man da noch in den Kader verschieben? Also in der Breite ist die zweite Mannschaft nicht gut gestärkt. Nehmen wir den Stürmer mit rein. Na, zack. Türpitz. Und dann geht's ab für die zweite. Scout-Bericht. Ah, guck, da gucken wir uns auch gleich an. Neue Idee für Fanartikel. Ist mal abgeschlossen. Zurück in Reserve, zurück in Reserve, zurück in Reserve. Adam Schalay ist wieder fit. Okay. Gut, Leute. Das war's von meiner Seite heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.